Herr Deiß, Glückwunsch zum Sieg. Sie haben ja nach dem letzten Spiel, das Sie verloren haben, wo Sie eine schwächere erste Halbzeit und eine stärkere zweite Halbzeit gespielt haben, sich vorgenommen, was umzustellen. Haben Sie heute was verändert und ist es aufgegangen? Ich denke mal, nach dem Sieg ja. Gut, das, die letzte Niederlage, das ist ja schon ein wenig her. Wir haben jetzt hat ja einmal gewonnen, zweimal unentschieden gespielt. Okay, Entschuldigung, das Unentschieden meine ich, das von vom letzten Mal. Ja, okay, natürlich haben wir uns vorgenommen heute, um einiges besser zu machen, wie das am letzten Freitag in Kehl der Fall war. Ich denke, das ist uns auch weitestgehend gelungen. Wir haben einen sehr hohen Aufwand betrieben, haben uns am heutigen Tag sehr, sehr viele Torchancen herausgespielt, zwei Treffer erzielt in der Anfangsphase, weitere Chancen gehabt und sind auch in der Defensive weitestgehend sicher gestanden. Und was haben Sie verändern müssen? Ja gut, wir haben jetzt das Ganze ein bisschen offensiver ausgelegt. Niklas Hesch-Zierbel ist ja ins Spiel gekommen und der Felix Zachmann allein auf der Sechserposition. Und die Stürmer haben sehr gut in der Defensive mitgearbeitet. Die Abwehrspieler in der Offensive, soweit es möglich war. Und ich denke, das war ausschlaggebend. In der zweiten Halbzeit hatten Sie dann doch schon eher deutlicher Schwierigkeiten, nach vorne zu spielen. Gut, das ist richtig, aber wir wollten ja auch mit dem 2-0-Vorsprung nicht da ins offene Messer rennen. Ich denke, die erste Halbzeit hat doch viel Substanz gekostet. Und wir hatten zwar noch die ein oder andere Möglichkeit, haben ja auch noch einen Treffer erzielt durch den Sascha Walder nach einer Standardsituation, wo er leider nicht gegolten hat. Aber wie gesagt, ich denke, das hat letztendlich dann ausgereicht, weil wir hatten in der zweiten Halbzeit ja auch keine Torchance gegen uns. In der ersten Halbzeit haben Sie schon gesagt, Sie sind ein sehr hohes Tempo gegangen. War das Ihre Strategie, sehr schnell den Gegner zu überrennen und sehr schnell die Führung zu erzielen? Ja gut, die Strategie war, in Führung zu gehen, je eher, je besser. Wenn es in der 30. Minute gewesen wäre, wären wir auch zufrieden gewesen. Aber dass es natürlich so optimal gelaufen ist, 11 Meter in der 11. Minute und in der 19. Minute dann das 2-0 ebenfalls nach einer Standardsituation. Ich denke, das hat uns sehr gut gepasst. Ihr nächster Gegner ist Sandhausen 2. Wie gehen Sie in das Spiel rein? Was erwartet Sie da? Was meinen Sie? Gut, natürlich wollen wir auch in Sandhausen gewinnen und bestehen. In Sandhausen 2 ist ja immer schwierig, ob da Profis aus dem Zweitligakader eingesetzt werden. Da muss man mal abwarten. Aber es ist klar, wir wollen dort auf Sieg spielen und dementsprechend werden wir dort auch auftreten. Sie wollen ja sicherlich Ulm unter Druck setzen und die restlichen Spiele, die restlichen zwei Spiele erfolgreich gestalten. Werden Sie was verändern müssen, um diese Aufgabe zu erfüllen? Ja gut, Ulm unter Druck zu setzen. Wie gesagt, wir wollen unsere beiden Spiele gewinnen und alles andere können wir nicht beeinflussen, weil die Ulmer ja immer zur gleichen Zeit spielen, am gleichen Tag. Und dann wird man sehen, wie die spielen. Aber wie gesagt, ich denke mit dem 2-0, das war mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und darauf gilt es jetzt aufzubauen. Herr Deiß, ich danke Ihnen vielmals für das Interview. Ja, vielen Dank.